die erste Frage ist, wie sind Sie jeden Tag zur Schule gekommen? Jeden Tag zur Schule bin ich immer zu Fuß gegangen, mein ganzes Leben. Und die letzten 4 Jahre, wie ich in der Schule war, habe ich nur den Berg, die Schädlitz gekossen, hinaufgehoben, also Heimvorteil. Nein, ich bin immer zu Fuß gegangen. Sehr spannend. Ja. Und darum bin ich jetzt auch noch gut zu Fuß, weil ich jetzt auch noch alles gehe. Ja. Also sehr sportlich. Nein, sportlich nicht, aber das ist meine Philosophie, weil ich so schlecht ziehe. Jetzt darf ich nicht mehr Auto fahren seit 4 Jahren. Wie lang war Ihr Schultag und welche Fächer wurden unterrichtet? An der letzten Schule jetzt. An dieser Schule, ja. Ja, ja. Also ich nehme an, es war 8 Uhr, nicht 7:30 Uhr. 8 Uhr bis am Nachmittag oder so. Also, das war schon intensiv. Ja. Und was war so Ihr Lieblingsfach? Also, auf jeden Fall nicht Mathematik. Das ist nicht das meine. Nein, mehr die Psychologie und in der. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, war es eher so streng oder locker? Also ich muss sagen, ich war auch eine pflegeleichte Schülerin und ich bin gerne in die Schule gegangen. Und wir haben eigentlich ein gutes Einvernehmen gehabt. Und ein paar Taxen habt ihr nicht mehr gehabt, gell, oder? Nein. Nein, das war mein jahrelang mein Klassenvorstand. Und ja, nein, ich muss sagen, es hat wunderbar gepasst. Und ich habe die Schule als Überbrückung gemacht, weil ich seit meinem 12. Lebensjahr gewusst habe, was ich werden will. Und da konnte man erst mit 18 anfangen. Also. Und jetzt habe ich das als Überbrückung gemacht und das war super. Und wie war da die Klassengemeinschaft so in der Klasse? Ja, wir waren nicht so viel. Es hat ja geheißen, wenn 10 zusammenkommen, machen sie einen Maturajahrgang. Und ich war dann im ersten Maturajahrgang und es waren nur 9, die jetzt hat, nein, man hat keinen Vierer haben dürfen. Ah. Und dann haben wir einen Klassenvorstand gehabt, der hat aus Gutwill einer, der auch gern kommen wollte, aber einen Vierer gehabt hat, hat er in Französisch aus Gutwill einen Dreier gegeben. Also, und keiner ist ausgefallen bis zur Matura. Also, wir waren sehr lieb. 10 Jahre. Und haben Sie in der Klasse irgendwas in der Freizeit unternommen? Nein, wir waren 3 Externe und alles andere war intern. Die Internen, das wird es auch nicht lang gegeben haben, die sind zum Mittag, bitteschön, in 2er Reihen spazieren gegangen. Und sie sich aber nicht mischen können, es sind 2er Reihen. Ja, nein, also ich gehört habe, es geht auch ein bisschen um Sport und so weiter. Also da war nichts in meiner Schulzeit, null. Haben Sie noch Kontakt zum Beispiel in Ihrer Klasse? Ich habe schon noch Kontakt, weil wir, wie gesagt, nur 10 waren und wir treffen uns noch regelmäßig. Also 2 sind eh schon gestorben, eigentlich 3. Recht viel sind wir dann eh nicht mehr. Und in welchen besonderen Erlebnissen können Sie sich erinnern? Erlebnisse? Ja. Nichts Spektakuläres, nein. Sie so gerne in Ihrer Freizeit gemacht? So. Naja, ich war schon sportlich, im Winter viel zum Skifahren unterwegs und Bergwandern sehr gerne. Und ich habe mir verschiedene Aktivitäten gesucht, sportliche. Also da habe ich schon einiges gemacht. Aber nichts. Also Bergwandern sehr gerne. Ja. Was war in Ihrer Jugend so modern? Naja, ich meine, Boogie und so, das war die Zeit nicht. Ich meine, tanzen haben wir schon gern.